Moin, liebe Sportskameraden, euer Görki am Start. Ich habe euch hier eine tolle Übung mitgebracht hier im Gym, und zwar den Skull Crusher, den Schädelzertrümmerer, eine Übung, die sehr schön für den Trizeps ist. Für mich eine Übung, die sehr, sehr stark auf den Trizeps geht, um ihn zu isolieren. Eine sehr tolle Übung. Allerdings gibt es zwei Sachen für mich, die ich hier nochmal in dem Video erklären möchte. Einmal haben viele sehr viele Probleme mit dem Ellenbogengelenk bei dieser Übung. Es geht schön auf den Ellenbogen. Und zweitens denke ich, dass man auch die Belastung etwas besser reinbekommen kann, indem man etwas den Trizeps stretcht. Und das möchte ich euch hier in diesem Video einfach mal zeigen. Den Skullcrusher kann man in meinen Augen mit zwei Variationen ausführen. Einmal hier mit der SZ-Stange, wie ich euch das hier zeige. Oder mit zwei Kurzhanteln, wie machst du es mit der SZ-Stange? Setzen wir natürlich erstmal hier hin. Gucken jetzt, was wir die Arme strecken. Wir greifen relativ weit innen die Stange, weil wir hier den Trizeps mit reinbekommen wollen, und schieben die Ellenbogen jetzt nach innen. Ja? Also nicht hier nach außen gehen, die Ellenbogen gehen nach innen. Und wo viele Probleme mit dem Ellenbogen bekommen, ist, wenn wir jetzt hier runtergehen und den Ellenbogen im rechten Winkel lassen, im 90-Grad-Winkel hier, dann ist natürlich die Belastung sehr, sehr stark hier auch auf dem Ellenbogengelenk. Ja? Den Trick, den wir machen können, das heißt, wir gehen erst mit dem Ellenbogen ein Stück nach hinten und beugen dann erst die Arme. Das Ganze sieht dann so aus. Ja? Wir gehen nach hinten ein Stück, beugen jetzt erst die Arme und gehen mit der Stange etwas hinter den Kopf. Jetzt haben wir die Beugung im Ellenbogengelenk und gehen wieder hoch. Dadurch schieben wir etwas mehr die Belastung auf den Trizeps, und wir haben auch eine viel höhere Dehnung in dem Trizeps. Das sieht man jetzt hier. Jetzt fängt bereits die Dehnung hier an im Trizeps. Wir haben eine schöne Dehnung, eine Vorspannung schon drin. Und jetzt beugen wir und drücken jetzt erst konzentrisch aus dem Trizeps heraus. Ja? Einfach ein ganz klarer Vorteil zum 90-Grad-Winkel. Hier haben wir keine Vorbelastung auf dem Trizeps, keine Spannung durch einen Stretch. Und hier ist die Belastung im Ellenbogengelenk etwas höher. Ja? Deswegen meine Empfehlung für euch, geht erst etwas hier in den Stretch rein, beugt das Ellenbogengelenk etwas später, geht erst ein bisschen nach hinten und beugt erst die Stange hinter dem Kopf hier, und dann geht ihr wieder hoch. Und ein Trick, den wir sehr schön bei dieser Übung machen mit der SZ-Stange, den kann man sehr, sehr gut reinbringen, weil wenn keine Power mehr am Trizeps drin ist, können wir immer noch die Stange zur Brust runterführen, die Ellenbogen eindrehen und schön nochmal enges Trizepsdrücken machen. Das heißt, wenn wir jetzt hier schön die Belastung raus haben auf dem Trizeps, durch den Skullcrusher gehen wir nochmal hier unten rein und können uns hier nochmal schön in einen Burnout-Satz reinballern. Ja? Und hier nochmal schön nach dem Skullcrusher schön am Ende nochmal alles rausholen, den ganzen Saft, den wir drin haben, auspowern. Und dann haben wir dementsprechend auch eigentlich schon einen super Satz für den Trizeps. Deswegen achtet wirklich drauf, Ellenbogen, Gelenk etwas entlasten, indem wir erst nach hinten gehen, ein bisschen den Stretch im Trizeps aufbauen, hinter dem Kopf sozusagen die Stange führen, dort erst die Arme beugen und immer darauf achten, wenn keine Power mehr drin ist, ihr könnt immer noch ein bisschen Trizepsdrücken machen, um den Trizeps hier richtig ausbrennen zu lassen. Mein Tipp an euch, macht es mal nach, beachtet das, und wenn ihr akute Ellenbogenprobleme habt, lasst es erstmal weg. Aber so könnt ihr natürlich ein bisschen präventiv arbeiten und in meinen Augen auch eine viel höhere Belastung reinbekommen. Probiert das mal aus, euer Görki. They say love goes through the stomach, so I wanna give a shout out to my girl Chicken Dish. I'm a monster with the beats, ask them youngins in the streets, 50 bucks, I bet all of them agree with me. I'm a yes man, tell a rapper no, why you wanna kiss my hit is better if you go. I was looking damn fly, man, before I